So, jetzt sind wir gerade angekommen hier. Wollen wir mal schauen, was hier drinnen los ist. Haben wir denn hier heute zu Besuch? Menschenskinder, noch mal hohen Besuch heute aus dem wunderschönen Land Schleswig-Holstein. Hallo Egon! Das hört sich an, als wenn wir uns abgesprochen haben. Ja, eine tolle Runde. Wir werden heute einen tollen Nachmittag erleben. Dank natürlich des Unternehmens hier, wo wir auch alle stolz drauf sind, mit euch befreundet zu sein. Ja, wir haben uns schon richtig drauf gefreut. I could have used, but then again, a few tormentors. I like that. This is Nachmittag in this way. Yes, I did it my way. Es muss einfach sein, man hat einfach nicht die Gelegenheit, so oft mit einer Handvoll Leuten zusammen zu sein, die definitiv etwas bedeuten in meinem Leben, beispielsweise. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, so viele Schulterklopfer und so viele Menschen, die eigentlich nur mein Bestes wollen, mein Geld. Und da kann Peter vielleicht auch ein Lied von singen, denn es geht immer bergauf, bergab. Genauso wie in der Schlachterei in der dritten Generation hat er jetzt die Last und die Bürde zu tragen, dieses Unternehmen weiterzuführen. Das funktioniert aber nicht einfach so, Freunde. Die vierte Generation, genau. Dann muss man wirklich ganz akkurat immer eine höchste Qualitätsstufe erreichen. Den Leuten, denen es gefällt, die bei Laune halten, immer freundlich sein. Das Auto darf auch nicht zu groß werden und auch nicht zu oft Neues, weil da verliert man sofort Punkte. Aber er hat alles genau den Mittelweg gemacht, mein lieber Freund. Und wir sind jetzt so viele Jahre befreundet. Und ich sage euch nur eins, das ist so wichtig, gute Freunde zu haben, wo man auch hinfährt und sich auf die ganze Zeit vorher schon freut, das wird bestimmt toll. Man trifft den. Und vielleicht, meine Damen und Herren, wenn Bernd so lieb ist, dass wir aufnehmen, wenn Thorsten jetzt vielleicht auch zu Begrüßung ein paar Worte sagen. Dankeschön. Ja, also, meine Lieben, alle, die hier versammelt seid, also erstmal, ja, ich bin meiner Tränen gerührt heute hier. Euch hier alle so sehen zu dürfen. Und ganz besonders stolz bin ich ja, dass Egon hier ist. Ne? Also ganz, ganz toll. Ich kann man nochmal natürlich. Ja. Und wunderbare Worte jetzt von Egon zu hören, war wirklich ganz, ganz toll. Und klar, man trägt da schon eine gewisse Bürde, ganz, ganz wichtig gesagt. Vierte Generation. Muss man mal sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall werden wir unser Bestes tun, unser Bestes leisten. Ich denke mal, vieles haben wir meine Eltern, glaube ich, auch in die Schuhe gelegt, dass da für die Zukunft es einigermaßen laufen sollte. Ja. Was gibt es da noch weiter zu sagen? Trinken wir jetzt. Ne? Prost zum Beispiel. Ich würde mal sagen, wir werden mal das Glas erheben. Auf die alten Blicks. Und dann werden wir mal auf die Zukunft anstoßen. Ja, erst muss man auf die beiden Alten und dann auf den dritten Alten und dann auf den jüngeren. Und ich hoffe doch, dass ich alles so verwirklicht, wie ich mir das vorgestellt habe, wie wir uns das vorgestellt haben, dass es so weitergeht, dass der Laden weiterläuft. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Noch wichtiger ist vielleicht die Gesundheit, dass wir alle gesund bleiben. Und der Rest, glaube ich, wird schon mal irgendwie von selber laufen. Irgendwie. Und daraus, genau, Egon hat gesagt, werden wir jetzt anstoßen, kurze Rede oder umgekehrt. Lange Rede, kurzer Sinn, würde ich mal sagen. Na dann, Prost auf die nächsten 20, 30 Jahre. Boah, mal schauen. Also,
Sie erfüllt der Mann.